Okay. Komm gleich wieder. Bleib schön da, wo du bist. Der Hund ist noch. Warte, ich mach mal ganz kurz was Schönes. Der hat ein Stummschaltpaket bekommen. Ich habe einen riesen Pitbull, habe ich hier drin. Der zermalmt. Der will nur zermalmen. Okay, dann habe ich das falsch aufgefasst. Ich dachte, der will mich so veräppeln oder was. falls ich das falsch verstanden habe, tut mir leid, dass ich dich gestummt habe. Aber ich habe das so gelesen, als würdest du mir hier... Ja. Irgendwie mich blöd hinstellen.
Lass mich kurz ein paar Dinge hier erledigen und dann hören wir das Ding wieder weiter an.
macht dieser Dr. Schäfer, ne? Der ein oder andere denkt so, was macht dieser Dr. Schäfer? Was macht dieser Dr. Schäfer nur? Was ist das? Was macht der Kleine? Was macht er da? Hallöchen, Dr. Abu Amir Sheikh, Schweinfurt. Ja, grüß Gott. Passiert, was ist denn los? Alexa räumt immer auf. Alexa ist mein Modi. Alexa, räum auf. Was ist denn los hier in diesem Chat? Ha? Was ist los in diese Chatte? Violetta, geh hoch. Hühnerkampf? Hühnerkampf! Was ist denn los hier, ey? Sind Hühner am Kämpfen oder was hier passiert? Was ist denn bloß los hier in diesem Hühnerkampf? Wir sind doch nicht hier bei den Chinesen, wo die Hühner kämpfen lassen. Hallo! Hallo! Hallo, du machst nicht so, bitte! Wisst ihr noch, dieser eine komische Jugo-Typ, der so lustige Videos macht? Dieser Slavko oder wie der Typ heißt, ne? Dieser ältere Mann. Wie der mich so angemacht hat, ne? Bei Ramadan-Zeit. Aber Match wollte der spielen gegen mich. Match wollte der machen, wo ich gesagt habe, nee, wir machen kein Match. Und dann fing der auf einmal an, ne? Mit seiner, hallo, warum du machst so, ne? Ich geh kaputt.
Ah, du bist eine kleine A-Loch, eine kleine A-Loch. Wisst ihr noch? Der Chef macht keine Matches, ne? Obwohl, gerade in meiner Situation müsste ich, glaube ich, ein paar Matches machen, aber nein, ich vertraue auf den Herrn, ehrlich. Weil ich befinde mich gerade in so einer bisschen brenzlichen Situation, aber der Herr sagt, wirft alle eure Sorgen auf mich. Ich werde mich um euch sorgen. Und auch in diesem Fall werde ich ihm vertrauen. Was soll ich machen? Ich kann nur hoffen und beten, ne, dass irgendwie so eine Lösung sich findet. Ja, ihr Lieben, so ist das, ne? Was soll man machen? Seht die Vögel im Himmel, sie sehen nicht und doch ernährt sie euer himmlischer Vater. Wie viel mehr seid ihr wert? Hä? Mach weh von mir rein. Wo fährst du gerade? Ich fahre überall hin. Überall und nirgendwo. Ich muss viel, viele neue Sorten für die Muslime bringen. Viele neue Sorten für ihre Shisha-Lounges. Shisha-Lounges. Lounges. Komm zu mir. Hast du Kamel? T-Topic? Können wir gleich mal machen. Warte mal, wir müssen das jetzt weiterhören. Hört mal. Ich hoffe, die Verbindung steht. If somebody tries to order people, this is first not just. Secondly, Muhammad, he proved that he have no ethic. Ja. Number three, Muhammad, obviously, he have a benefit, money and sex. Ja, genau. Er hat einen Nutzen daraus. Geld und SEX. He's not serving God, he's serving himself. Ja, er dient sich selber. Look what Aisha, she said. Do you know what Aisha, she said to him? Guck mal, was Aisha jetzt sagt. She said, inni ara rabbuka yusaru ila hawaka, ya Muhammad. Ja, yusaru fi hawaka, ya, I see your God. Alle kennen es. Okay. Doing whatever he can to please you. Alright, so what? Ja, Muhammad, ich sehe, dass dein Herr sich beeilt, deine Wünsche zu erfüllen. Also sie hat ihn dabei beobachtet und hat sich gedacht, was ist denn hier los? Die ganzen Frauen bieten sich den Propheten an für SX und dann hat er natürlich immer passend Verse bekommen. Und dann sagte sie, ich sehe, dass dein Herr sich... bald deine Wünsche zu erfüllen. Könnt ihr mich wieder hören? Ja, wir hören dich. Okay. Hören wir weiter, ihr Lieben. Guckt euch das bitte an. Nach dieser Diskussion hat der Muslim den Islam verlassen. Hat gesagt, es ist der größte Betrug aller Zeiten. Why Allah is Allah serving Muhammad sexual desire? Why? What does this have to do with God? Like you can tell, you know, she felt jealous. Okay, no problem. But my friend, is it right that there's God
The guy, he have already many wives, he have many sex slaves, you receive. Er hat doch schon genügend Frauen, er hat genügend Geschenke und dies und das und jenes. Was will denn noch mit meiner Frau? Many women as gift even from rulers. In addition to the women, he kidnapped them from their husbands. So what this is about? Aisha, she said clearly. Now she trying to put an excuse why she did that. I felt jealous. But the fact she did not feel jealous. She noticed that this guy, he wished to have this woman. Here we go, a verse come. This guy, he want to have a verse come. Which means Muhammad, he subjugated God to his sexual desire. Do you believe that religion have an ethic will teach you to have sex with your daughter? Jetzt geht's das Inzestproblem im Koran. No, that's just disgusting. But did you hear Muslim saying how the Bible says that? Look, he slept with his daughters. Ihr kennt ja das Thema, wenn Muslime auf einmal das Problem mit Lot und seinen Töchtern ansprechen. Das ist ja eine Geschichte, die in der Bibel erwähnt wird. Aber Gott zu keinem Zeitpunkt gesagt hat, Lot und seine Töchter macht das, ich habe das befohlen. Nein, Lot und seine Töchter, die Töchter von Lot haben ihn betrunken gemacht und dann haben sie mit ihm geschlafen. Aber das war außerhalb Gottes Befehl. Guck mal jetzt. In the Bible, have you ever heard this accusation by Muslims? Yeah. They always tell me that. Of course, I mean, right. Brother, read their books. Okay. And look, it's just. But you see, the Bible doesn't say that God. He says to Lot or his daughters, go and have sex. It's what they did. It's like me now reporting a crime happened right now in Manchester. Somebody he took a knife and he started stabbing me. Yeah, genau. It's eine Geschichte, die erzählt wurde. I'm reporting a story. Aber das hat nicht Gott befohlen. Now, if I show you right now, and you speak Arabic, and I'm taking advantage of having you actually as my guest, that you can have sex with your daughter if she is a daughter from adultery, are you going to leave Islam? Well, look, I've always had this problem because, like, they say that, okay, if Muhammad, I always ask them, if Muhammad can do these things, then why didn't God permit it to Jesus, Abraham, and all these other prophets? Why it's only him? Ja, genau, warum hat Muhammad das gegeben? But I don't, if you can prove it, then show me. Okay. Show me that. I want to see it. But I want to see it from an authentic source because, like, there's no way you can. I've never seen anyone do that who's a Muslim. Oh no, they will count for you many names actually in the reference. There's many names. If we go to chapter 25 or not, I will wait for you on the screen. Surah 25, verse 54. The same website we opened before. As long as you are familiar with it. I will build it for you. All right. This is, we go here to chapter 25, Vers 54. This is the website, you agree and you know it, it's very authentic. Und jetzt kommt der Tafsir dazu. This is Tafsir al-Qurtubi. You can see Tafsir al-Qurtubi. Yeah, I can see. Okay, Tafsir al-Qurtubi. Let us read together. Because some Muslims, they say that I'm lying about translation. It says, قوله تعالى نسب وصهر النسب والصهر معنيان يهمين كل قربة تترب لك قال ابن العربي النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع فإن كان بمعصية كان خلقا مطلقا ولم يكن نسبا محققا ولذلك لم يدخل تحت قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم بنته من الزنا لأنها ليست ببنت له في أصح القولين لعلمائنا وأصح القولين في الدين
وإذا لم يكن نسبا شرعا فلا صهر شرعا فلا يحرم الزنا بنت أو بنت أم ولا أم بنت وما يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام. Oh, translate, oh, you translate. Go ahead, translate. Er sagt, du übersetzt du das jetzt. Guck mal, die bleibt die Spucke weg. Okay, will you show me Tafsir ibn Kathir? Can you show me Tafsir ibn Kathir? You said to me, show me, right? I'm showing your face. Die bleibt die Spucke weg. Okay, but sometimes does it say, between the ulama, no, 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 hold on. Does it say that a person who have a daughter from adultery, he can have sex with the mother and the daughter? Yes, from adultery. Okay, but does it say die Gelehrten sind sich darüber ein, Unzucht heraus, jetzt pass auf, aus einer Unzucht heraus, ein Kind zeugst mit dieser Frau, darfst du sowohl mit dieser Frau, mit der du das Kind gezeugt hast, als auch mit dem Kind SEX haben. Weil du Allah ungehorsam geworden bist. Wahnsinn, ne? Weil dieses Kind aus einem ungehorsamen Akt entstanden ist. Und da sagen die Gelehrten, das ist nicht in Sure 4,23 enthalten, wo Allah sowas verbietet. Weil alles muss durch eine Heirat entstehen. Hängt das oder könnt ihr mich hören? Jetzt wieder gut. Jetzt wieder gut.
Ja, ich bin jetzt die ganze Zeit ruhig, weil ich nicht möchte, dass irgendein Satz von mir verloren geht. Dass wenn ich rede, dass das alles hängt und... Ja. Das ist blöd. Das ist sehr wichtig, was ich hier mit euch... also was ich hier zeige. Damit die Muslime, weil ich weiß, dass die Muslime von außerhalb zugucken, weil... Weil von außerhalb gucken so 3000 Leute zu und hier sind gerade mal so, ja, knapp 200 drin, also ein bisschen über 200. Habe ich doch schon. Ich habe den Retter doch angenommen, Jesus Christus. Also habe ich mich doch gerettet. Du hast keinen Retter. Du folgst einfach einer Religion, die Lüge in sich selbst ist. Mit der du aber überhaupt gar nichts zu tun hast. Du musst dich mit dem Islam retten. Was rettet mich denn im Islam? Was denn? Dass ich mich selbst in die Luft jagen muss, mich selbst in den Tod reißt und andere mit dem Tod reißt, damit ich mit Allah den Vertrag eingehe? Ja, sag mal, wie lächerlich willst du dich denn noch machen? Das Schere, aber mir wird langsam richtig müde, ey. Hast du überhaupt schon was gegessen? Nein, ich habe noch nichts gegessen. Der stabile Sheikh in ganz Deutschland bist du. Ja, bin ich auch offen. Wer denn sonst? Wer macht sonst so eine Aufklärungsarbeit? Wer? Sag mir! Mami, werde ich so hart wie du? Wo bin ich denn hart? Du musst nur eine Entscheidung für Jesus Christus treffen. Dann bist du schon hart. Genug.
Weil dann beginnt das heftige Leben.